Hallo Leute, in dem kurzen Video soll es wieder mal um die vegane Ernährung gehen und angespannt ein bisschen durch das, dass es in den letzten Tagen in verschiedenen Foren und auf Facebook ich öfter in solche Diskussionen geraten bin und da aus meiner Sicht oft so haarsträubende Vorurteile oder Argumente gehört habe, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, aber die natürlich immer im Umlauf sein. Bei der veganen Ernährung würde ich zuerst einmal unterscheiden, warum macht das jemand? Also es gibt ja Leute, die sich vegan ernähren, hauptsächlich aus ökologischen, ökonomischen und Tierschutzgründen. Das ist natürlich ein großer Punkt. Und es gibt das, was wir in den letzten Jahren jetzt immer mehr kennen, ist auch vegane Ernährung oder Plant-Based Nutrition aus gesundheitlichen Gründen. Das Ganze muss nicht Hand in Hand gehen, schließt sich aber natürlich auch nicht aus. Aber es gibt einfach aus meiner Sicht ganz grob diese zwei Motivationsformen, die die Leute haben. Und die können durchaus Hand in Hand gehen, also es kann auch jemand beide Motivationsgründe haben. Ich habe zum Beispiel gehört, dass dieser Vegan-Hype nimmt sich heraus, für alles die Lösung zu sein, für alles, was mit Umwelt zu tun hat und so. Und na, für alles ist sicher nicht die Lösung, aber man muss ganz klar schauen, auch wenn man die ganzen Zahlen sieht, die es so gibt, wenn man den Footprint sich berechnen lässt, da gibt es Online-Programme, dann muss man einfach auch erkennen, dass die ganze Massentierhaltung und die Fleischproduktion natürlich nicht planeterhalten sein und das so nicht weitergehen kann. Also es kann nicht sein, dass die Weltbevölkerung, die glaube ich im Jahr 2050 oder so, die nehmen wir alles durch 9 Milliarden knacken sollte, dass das mit der Fleischindustrie so weitergehen kann. So kann man einfach den Planeten nicht ernähren. Es ist ja so, dass es Tierleid, was die meisten Leute, mit denen ich rede, sind mit dem nicht einverstanden, aber kaufen doch ihr Fleisch beim Hof, obwohl immer alle sagen, naja, ich kaufe es eh beim Bauer um die Ecke. Wenn das alle machen würden, wer kauft dann das Billigfleisch? Also das kauft natürlich jemand. Das ist also auch nicht so, dass man sagen kann, naja, wir müssen nur regionaler kaufen, weil dann hätten wir gar nicht alle, oder hätten die Leute, die das essen, gar nicht alle ihr Fleisch. Andere Argumente sind zum Beispiel, dass eine vegane Ernährung natürlich auch gesundheitlich nicht das Nonplusultra ist oder eine pflanzenbasierte Ernährung, weil es ganz verschiedene oder viele Nährstoffe gibt, die einfach man braucht. Ich habe zum Beispiel das Argument gehört, der Mensch braucht einfach tierisches Eiweiß. Das Argument ist so alt, dass es überhaupt nur irgendwer benutzt. Nein, braucht man natürlich nicht. Das Protein, das Eiweiß, das wir brauchen, das besteht aus Aminosäuren und Aminosäuren bekommen wir überall in der Natur. Auch alle Tiere bauen das aus dem auf, was sie aus den Pflanzen essen. Es ist auch nicht kompletter. Natürlich, wenn ich ein Tier isst, dann habe ich alle 8 oder 9 essentiellen Aminosäuren mit aufgenommen, die ich brauche. Aber wenn ich verschiedene Pflanzen isst, habe ich das genauso. Und nicht über den Umweg eines Tieres. Es ist also auch aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten viel besser, wenn ich das Protein, die Eiweiße bzw. die Aminosäuren direkt esse. Es gibt vielleicht ein paar kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung. Das ist oft so ein Totschlagargument für die vegane Ernährung benutzt wird. Und da allem voran natürlich das Vitamin B12 und vielleicht auch Omega-3-Fettsäuren. Und da muss man ganz klar sagen, das Vitamin B12, das bilden auch nicht die Tiere, die manche von euch essen, sondern es bilden Mikroorganismen. Und in früheren Zeiten haben auch Menschen das einfach so aufgenommen, wie auch Tiere, indem sie einfach am Boden, so wie da ist zum Beispiel, das Obst, ja, einfach die Sachen vom Boden gegessen haben oder Wurzeln ausgegraben haben und diese Mikroorganismen überall im Boden zu finden sein, also ich sozusagen das Vitamin B12, was diese Mikroorganismen bilden, mit aufnehmen. Oder man hat aus einem Quellwasser getrunken, aus irgendeinem Bach, wo auch diese Mikroorganismen mitschwimmen. Heute ist alles schon so steril bei uns, dass wir das eigentlich nicht mehr haben. Dafür haben wir auch viele Krankheiten nicht mehr, die natürlich man kriegen kann, wenn man alles vom Boden isst. Die Tiere, die viele essen, die haben das Vitamin B12 auch nicht mehr aus dem Boden aufgenommen, die kriegen es also auch supplementiert. Das heißt, jedes Tier normalerweise, das in irgendeiner Zuchthaltung ist, das bekommt das Vitamin B12 supplementiert in der Nahrung und die Menschen essen es dann, damit sie Vitamin B12 haben und finden es dann aber unnatürlich, wenn man als Veganer Vitamin B12 supplementiert. Also das geht für mich nicht ganz auf, weil da ist sie doch lieber das Supplement gleich, als wie das ich selbst dem Tier verfütte und ich dann das Tier essen muss, das selber die Vitamin B12 Supplementation gegessen. Also das Argument, das kann man nicht verstehen. Aber es ist durchaus ein kritischer Nährstoff, aber nicht nur bei Veganern, sondern auch bei Omnivoren, das Vitamin B12. Der weitere eventuell kritische Faktor, es gibt noch ein paar andere wie Selen und so, aber auch das kriegt man überall her.
Aber es ist vielleicht das Omega-3 noch, diese Fischöle, wie das manche behaupten. Und auch Omega-3 kann man aus Pflanzen gewinnen. Nur habe ich da das Problem, dass sie vor allem die zwei Fettsäuren, also das sind so Abspaltungen von Omega-3-Fettsäuren, das ist das EPA und das DHA. Und da tut sich der Körper ein bisschen schwer, das so umzuwandeln. Das DHA kann man teilweise noch umwandeln, aber das ist enzymatisch auch irgendwann an der Grenze, diese Umwandlung. Das EPA kann man normalerweise nicht selber produzieren. Aber auch da ist es so, dass nicht der Fisch selber vorwiegend diese Fettsäuren synthetisiert, sondern der kriegt sie mit, weil er einfach diese Mikroalgen im Meer isst. Das heißt, wenn ich jetzt einfach diese Mikroalgen esse, beziehungsweise ein Supplement, das aus den Mikroalgen hergestellt ist, ist es wesentlich ökologischer, es ist ökonomischer und ich muss keinen Fisch dafür essen. Und der Fisch, der isst es ja auch nur aus den Pflanzen. Also auch hier wieder, wie beim Vitamin B12, ich umgehe einfach diesen Umweg über das Tier. Das Tier produziert es auch nicht selber. Also dieses Argument zählt für mich auch nicht. Dass Veganismus natürlich eine Lösung ist, mit dem, dass man zum Beispiel auch weniger fliegt, weniger Plastik benutzt. Ich glaube, das sollte mittlerweile auch jedem klar sein, weil da gibt es einfach eindeutige Zahlen dazu. Ist auch noch wichtig. Dass man mit einer veganen Ernährung oder einer pflanzlichen Ernährung nicht irgendwie sportliche Leistung bringen kann, das beweise ich hoffentlich immer mit meiner Arbeit und meinen Videos auch. Natürlich kann man das schon. Es kommt jetzt ja auch, obwohl nur der Trailer mittlerweile online ist, ja auch eine Dokumentation über vegane Sportler. Jetzt glaube ich im September raus, wo es ja schon total viel Hate im Internet gibt auf YouTube, weil kennt man nur den Trailer, 2 Minuten, und jetzt fangen sie schon alle an aufregen, aber da auch ganz viele vegane Sportler natürlich zeigen, dass man vegan durchaus Bestleistungen auf Weltklasse-Niveau liefern kann. Also das ist auch kein Argument. Also zusammenfassend muss ich sagen, das Video müsste natürlich noch viel länger gehen, wenn es um die vegane Ernährung geht. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen angerissen, aber waren wir so Argumente, die ich gehört habe, die teilweise einfach auf der Luft gegriffen sind. Man braucht das und das, und man braucht das mit den Tieren, und man braucht, habe ich auch noch gehört, man braucht die Tiere, weil sonst hat man keine Landwirtschaft, weil man den Mist braucht von den Tieren. Das sind einfach Sachen, das sind nicht haltbar, dass wir Menschen die Tiere züchten müssen, damit wir auch Pflanzen haben. Also finde ich ein bisschen ein eigenartiges Argument. Wie gesagt, natürlich kann man pflanzlich gesund leben, und teilweise, das zeigt eben auch die Wissenschaft, ist gerade eine Plant-Based Nutrition im Gegensatz zum Veganismus, weil man kann auch vegan ungesund sein natürlich, wenn ich mir nur von veganen Hamburgern und Pommes und Schokolade und Süßigkeiten ernähre, bin ich natürlich nicht gesund und auch nicht gesünder wie jemand, der sich omnivor ernährt. Aber natürlich, wenn ich pflanzenbasiert Plant-Based Whole Foods ist, dann sagt auch die Wissenschaft und wirklich auch große Forschungen, große epidemiologische Studien sagen das auch. Also wenn man wirklich auch schaut, große Meta-Analysen, die kommen alle zu der Auffassung, dass eigentlich das Plant-Based das ist, was die gesündeste Ernährungsweise wäre. Was nicht heißt, dass man mit etwas tierischen Produkten, unter Anführungszeichen, nicht auch gesund leben kann, aber man braucht es nicht. Und weil man es nicht braucht, kann man natürlich auch was für den Planeten tun und auch etwas für unsere Mitgeschöpfe, und man kann es dann auch gleich lassen, weil es bringt einem keinen Vorteil. Gut, das war wieder mein kurzes Video zum Thema Veganismus. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss und vielleicht.